Hey ho, ja, ich bin's wieder, Össedat. Was geht, was geht, was geht? Diesmal wieder mit Neverwinter. What up, what up, what up? Hier seht ihr meinen krassen Typen auf seinem Mount. Robin ist auch am Start. Yo, yo. Aber der ist jetzt eher nur passiv. Ich wollte euch nämlich mal zeigen, how to motherfucking level fast in Neverwinter. Ne? Ein bisschen schnell leveln, gefällt doch jedem. Und ich kann euch sagen, in 15 Minuten ein Level. Ist so grob. Zeige ich euch mal hier, wir gehen in die Foundry. Das machen viele Leute, das ist relativ bekannt. Aber ihr sucht einfach mal hier nach, gucken wir mal. Könnt ihr mal hier suchen, macht ihr mal erstmal hier auf All. Dann sucht ihr hier Summoner. So, Search. Und dann habt ihr hier Enter the Madness, bla bla bla. Und dann gibt es hier Training with the Summoners 2.4. Und, hat 3700 Bewertungen im Moment auf 4 und so, ne? Also, ich habe den subscribed, das heißt, ich habe den jetzt hier bei mir drin und ich sehe immer, wenn der irgendwas Neues macht. Der hat hier eine alte Version, das ist die alte Version, kann man dem Robin auch mal sagen, weil er die auch noch ausprobiert hat. Da gibt es keine Questbelohnung am Ende. Und hier, die ist etwas länger gemacht und die bringt, ist auch grün für die Daily Quest. Die mach ich, muss ich mich noch machen. Hier, complete 2 Foundry Quests, krieg ich 2000 Belohnung. Jetzt machen wir Accept. Und jetzt haben wir die Quest akzeptiert und jetzt haben wir natürlich unseren schönen Pfad, der uns einfach nur an irgendein Tor bringt und dann müssen wir dann dahin reisen. Eigentlich recht einfach. So, das ist sehr simpel aufgebaut. Es gibt mehrere von diesen XP-Dingern. Ich muss sagen, ich finde die hier ganz angenehm. Es gibt noch andere, wo ganz viele kleine Gegner sind. Das wäre vielleicht für Robin ganz gut, wegen AOE und so. Aber für mich ist das jetzt ziemlich gut, weil ich Single-Target-Damage richtig raushaue. Und ja, es gibt halt noch ein bisschen AOE, da kann man auch mal gucken, in der Foundry dann nach AOE suchen oder sowas. Und hier ist auf jeden Fall das hier, Training with the Summoner 2.4, Hidden Training Place. Okay, reisen wir mal hin. Und so haben wir das hier, so ein paar NPCs und wir reden als erstes mit dem Schwein. Hauen jetzt raus hier, dann reden wir mit dem hier, das ist alles nur bla bla bla. So, jetzt kommen hier kleine Gegners, die hauen wir kaputt. So, die gehen jetzt ganz schnell kaputt. Ich kann leider keinen AOE, sonst wären die mit einem Schlag tot. Obwohl, ich habe einen AOE eigentlich. Ich muss noch meine Dings ändern, fällt mir gerade auf. Ich habe nämlich letztens für PvP, nee, für Dings habe ich wieder hier umgeändert. Und ja, soweit. Jetzt habe ich meine Skillung richtig. Und die hier auch richtig. Kompagnon, ich würde empfehlen, wenn ihr, also eigentlich ist das nicht schwer. Ich würde euch das aber trotzdem erst ab Level 16 empfehlen, weil ab Level 16 habt ihr einen Kompagnon und da könnt ihr, habt ihr einen Heiler dann, also so wie ich jetzt. Es ist nicht schwer, ihr könnt auch mit Heiltränken das kompensieren. Und ja, jetzt seht ihr, jetzt sind hier ein paar Gegner, die sind relativ simpel, weil die sehr langsam brauchen, bis sie schlagen. Und ich kann den halt stunnen und so einen Scheiß. So. Und das Gute ist, bei den Foundry Quests, dass die Level immer angepasst sind. Das heißt, wenn ich jetzt Level 31 bin, dann sind die auch Level 31. So, und die lassen auch ziemlich gut fallen, muss ich ehrlich sagen. Weil die halt etwas schwierigere Gegner sind. Lassen die, also, es sind jetzt nicht diese Popel-Gegner, die mit 2 Hits down sind. Und, ja. Macht auf jeden Fall Spaß. Jetzt hat er mich hier getroffen, ich glaube nicht. Portable Altar und sowas. Die lassen auch ganz gut Heiltränke fallen und Schriftrollen und sowas halt alles. Lassen sie alle fallen. Das ist immer eine schöne Sache. Als Schurke ist es auch relativ gut, weil man halt Single-Target-Damage... Robin braucht zum Beispiel etwas länger, weil er halt eher AOE ist. Deshalb würde es sich vielleicht lohnen, für Zauberer oder irgendwie sowas da eine andere zu suchen. Aber ganz im Ernst, die hier bringt trotzdem extrem viel. Ich bin jetzt schon hier Level Up, 2 Kästchen. Man kann so rechnen, dass circa ein Mob gibt ein Kästchen. So, also hier ein so ein Typ hier gibt ein so ein Kästchen. Und wir brauchen ja 2, 4, 6, 8, 10, 20 Kästchen. Das heißt 20 Mobs und am Ende gibt es halt noch eine Questbelohnung. Jetzt können wir mal meine Attacke raushauen hier. Whoop. Fuck you. So. Bisschen schlecht gemacht, Asset, aber egal. Ein bisschen Crit hier, 3400er Crit. What up?
Das war jetzt extrem schlecht. Sehr schlecht getimed, Asset. Sehr schlecht getimed. Ja, und auf jeden Fall, so geht das dann hier weiter. Man tötet einfach die Gegner. Wenn man gleich den letzten kaputt hat, dann geht man wieder nach vorne und holt sich die ganze Scheiße nochmal. Das macht man, glaube ich, 4-mal oder so. Wie findest du die Methode, Robin? Das geht auf jeden Fall schon fix, aber... Man muss halt Ausdauer haben, ne? Ja. So. Also, wie gesagt, Robin und ich können das auch gut zusammen machen. Also mit mehr als 2 Personen würde ich es nicht empfehlen, weil dann ist es einfach nur zu viel. Also mit 2 Personen geht's noch, da hat man noch eine ganz gute Kill-Ratio mit XP. So, man tötet relativ schnell. Wir haben zum Beispiel zu zweit haben wir die 3 Stück auf einmal gezogen und da ein bisschen draufgehauen. Das ging eigentlich ganz gut. So, jetzt redet man wieder mit dem hier und jetzt kommen die Monster nochmal. Und dasselbe Spiel nochmal. Mein Heiler heilt mich in der Zeit. Eigentlich ganz eine ganz gute Sache. Scheiße, falsche Taste. Das war schlecht, Asset. Mann, was ist denn hier los? Muss ein bisschen konzentrieren, ne? Egal, die Gegner sind wirklich schwach. Also, selbst wenn die dich mal treffen, selbst wenn die einmal treffen, dann ist es auch nicht ein Weltuntergang. Man hat immer noch Heiltränke, man hat immer noch seinen Heiler dabei. Und, ja. Generell kann man auch einfach stehen bleiben und sich von dem schlagen lassen. Wenn man drauf steht. Wie der Robin. Oder der Robin, der macht das auch ganz gerne, wenn wir hier so stehen, so an der Klippe dran. Was macht er dann? Dann schubst er den hier runter mit seinen Skills und dann... Das ist ein Problem, man muss dann von oben runterschießen. Das ist nicht zu empfehlen. Also ein bisschen konzentrieren, ein bisschen steuern, wo man den hinschubst. Wenn man da unten schubst, kann man hier einmal gucken. Dann ist er da unten. Oder wenn man Pech hat, kann man die Quest dann nicht vollenden. Was ein bisschen blöd ist. So, ich bin jetzt Level 32 geworden, also ich kann gleich meine Kiste aufmachen. Ey, ich hab den doch getroffen. So. Hier, Potion of Healing ist eine ganz gute Sache. So, und die Drops werden natürlich auch angepasst dem Level. Das ist immer richtig geil. So, nochmal hier. Ich hab doch gedrückt, Mann. So, der war zum Beispiel gut jetzt in einem... Hier, Scroll of Identifikation, Heiltränke, alles, was das Herz begehrt. Das heißt, wenn man wirklich einen Twink hochspielen will oder wenn man keinen Bock hat, die ganzen Quests zu machen mit dem Laufen und so, dann ist das hier wirklich eine extrem schnelle Methode. Wie gesagt, innerhalb von 15 Minuten ein Level circa. Was auch gut ist, ist, wenn man das mit dem Event verbindet. Seht ihr zum Beispiel rechts oben, in 1 Stunde und 8 Minuten ist wieder die Foundry aktiv. Und da kriegt man 150% XP-Belohnung am Ende nur. Nur die Endquest bringt dann 150%. Die Gegner hier bringen nicht 150%. Ist vielleicht wichtig zu sagen, dass die Leute nicht verwirrt sind. Warum kriege ich hier nicht mehr XP? Macht auf jeden Fall Spaß. Ist sehr gut. Wie gesagt, es gibt noch andere. Wenn man mal in die Foundry geht, kann ich euch gleich mal zeigen kurz. Hier, wenn man in die Foundry geht, Katalog, wenn man hier nach XP sucht, ich mache mal alle... Und dann EXP oder nur XP, dann findet man auch ganz viele Sachen, die hier. Training Arena, das ist zum Beispiel eine, die gibt, ist nur 3 Minuten, aber ja, darauf basiert dann halt Wiederholung, ganz schnell wiederholen. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Deshalb mache ich das hier. Training with Observers ist, glaube ich, eine Sache, die ist eher für AOE-Typen. Man kann auch XP AOE mal eingeben. Mal gucken, was er dann findet. Keine Results, okay. Machen wir nur AOE. Great Weapon, das ist zum Beispiel für Weapon Fighter. Dann gibt es hier noch gibt's ganz viele andere. Also Training Grounds 4 steht hier, glaube ich, Range Attack and AOE ist a must. So, it's like shooting chickens in a barrel. Hat jetzt auch eine ganz durchschnittliche Bewertung bekommen. Wie gesagt, es gibt da noch ganz viele andere. Ich persönlich fand die hier ganz gut. An die Bewertung anhand zu sehen, finden auch viele andere die ganz gut. 3700 Bewertungen. Ich habe vorgestern geguckt, da hatte der gerade mal 1000 Bewertungen und jetzt hat er schon 3700. Also, muss man schon mal sagen, ist eine richtig nice, richtige coole Angelegenheit. So. Geht der auch down. Schön ins Mikro atmen, immer gut, Robin. Jo. Weißt du, die ganze Zeit ist er still und das Einzige, was er dazu beiträgt, ist ein... Ich bin gerade voll verwirrt hier von dem...
Von was? Von der Quest? Von dem Inventar. Warum? Anscheinend bringt Rüstungsdurchdringen mehr Angriff als Crit und Kraft. Das hat was mit Inventar zu tun. Interessant. Nein. Ich hab die gerade meine. Ich hatte jetzt 32. Ich hatte voll viele Sachen hier schon liegen für Level 32. Und irgendwie. Ja, jetzt sind haben wir zwei meine 26er gepult. Sachen alle fetter. Irgendwie unlogisch. Ja, Rüstungsdurchdringung ist natürlich klar, weil das die Defense des Gegners ignoriert. Ja, der, so. Ich weiß jetzt als Mage, weiß ich jetzt nicht, aber für mich ist das super. Ich finde das nur halt mega extrem, der Unterschied. So, ganz kurz, ihr habt ja gerade gesehen, zwei Gegner sind auch kein Problem. Dann machen wir mal seinen Special Skill an und haut den komplett runter. Und eigentlich ganz easy. Ich habe auch schon geguckt, Rüstungsdurchdringung, und da ist noch was anderes, was auch extrem viel bringt. Wo ich mir gedacht habe, okay, ob das jetzt mehr bringt als pure Power. Hier ist ein Arcan-Kit, also wie ihr seht, die Drops sind ganz okay. Hier habt ihr auch diese Truhe, diese Nightmare-Lockbox. Dafür braucht man ja einen Schlüssel aus dem Shop. Da gibt es dann dieses supergeile Mount. Was relativ häufig droppt, habe ich schon gehört. Man schätzt immer so 10 bis 15 Schlüssel braucht man. Das sind 20 bis 30 Euro, was aber immer noch günstiger ist als das eine Mount, was es da so gibt, für 40 Euro. Aber wie das so ist im Leben, ist man wahrscheinlich immer der Arsch, der am Pech hat, genau. Wenn es dann anders sitzt. Also manche Leute haben es auch nach zwei Versuchen schon bekommen, ist natürlich klar, das ist immer Glück. Aber manche Leute sagen, dass man nach 10 auf jeden Fall eins kriegen sollte. Aber ja, das sagt das Mann im Entwickler. Oder Publisher. Der Entwickler, der wird da wahrscheinlich gar nicht viel meckern. Eher der Publisher wird da sagen, hey, wir wollen Geld, wir wollen Geld, wir wollen Geld. So, haben wir hier ein bisschen Damage raus. Hier, Scroll of Identifikation ist ab Level 30. Wenn man Punkt 30 wird, ist eine Scroll of Identifikation wirklich ein Schatz. So, one last time mit dem Reden, das heißt, jetzt kommt die letzte Runde. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt ging. Ich schätze mal, wir sind gerade bei 10 Minuten. Wobei ich ja, wie gesagt, noch am Anfang ein bisschen geredet habe. Und ja, jetzt machen wir nochmal hier ein bisschen Action. Das Inventar ist auf jeden Fall echt ein bisschen zu klein, ne? Das ist das Problem, damit wollen die halt Geld machen. Aber wie gesagt, es gibt zwei Quests, die bekannt sind im Moment, dass man da eine Tasche kriegt. Ab Level 20 bis 30 merkt man, dass das Inventar klein ist. Vorher ist es noch okay, weil man, ja, keine Ahnung, man verkauft halt oft und sowas. Aber später ist es wirklich, weil man ja, auch Sachen behalten muss. Und die Bank sagen, ist mini. Wegen diesen ganzen Schriftrollen, diesen ganzen Paketen, Religionspaket, Dungeon-Paket, ja. Die ganzen Verzauberungen, dann hast du die ganzen komischen Siegel hier. Ja, vor allem die Siegel nehmen wirklich viel, weil man, okay, irgendwann braucht man Level 1, Siegel braucht man dann wahrscheinlich nicht mehr, aber so, ich weiß nicht. Es sind dann noch der Witz, dass man Heiltränke, die man bekommen hat und Heiltränke, die man gefunden hat, nicht zusammenlegen kann. Ja, weil die gebounded sind. Das ist ja um Schutz, so um dann halt so, dass du nicht Level 1 Charakter machst und die Heiltränke verkaufst und sowas halt. Immer wieder und dann Geld damit machst. So, da haben wir den jetzt auch. Eine Rolle auf Identifikation wieder. Unten, Dings, also was ich mal zeigen wollte, guck mal, Inventar ist jetzt richtig voll geworden. Aber was gut ist, wie ihr seht hier, Level 34, Level 32, Level 32 und ich bin selbst 32. Hier sind Rang 3 schon. Rang 3 Dark Enchantment, 32, 32, Identifikationsrollen, 32. Also, wie ihr seht, diese Items, die hier droppen, sind wirklich auf den Charakter zugeschnitten. Und das Geile daran ist einfach, dass man hier halt die Gegner relativ leicht besiegen kann. Das heißt, es geht alles relativ fix. So.
Können wir gleich hier die Gegner auch kaputt und das war's dann. Wie gesagt, nicht wundern, wenn die XP hier ein bisschen schlechter ist. Also was heißt schlechter? Sie ist immer noch grandios. Man kann wirklich sagen, muss ich durch den durchlaufen? Wie behindert ist das denn? Das war wieder schlecht. Es ist schlecht, schlecht, es ist schlecht. So. Wie gesagt, die sind gleich am Ende der... Ich hatte ja... nicht, dass er denkt, du machst ja kein Level. Ich habe ja vorher schon ein bisschen von einem alten Level gehabt. Ich bin hier drin Level abgeworden. Und jetzt seht ihr auf jeden Fall, wir haben jetzt über die Hälfte des Levels wieder gemacht. Das heißt, wir wären jetzt so bei 3/4, wenn man das, wenn man die 2, 3 Kästchen abzieht, die ich vorher hatte, aus dem alten Level. Und jetzt geben wir das hier ab. Und sehen wir einmal hier. Wir haben jetzt, uns fehlen noch 2, 4, 6, 8 Kästchen. Wenn wir das hier annehmen, kriegen wir doch hier so einen Ring. Die Sachen hier sind eher schlechter als die Sachen, die man findet, muss man sagen. So. Und jetzt kann man hier nochmal Bewertung abgeben. Ich hab damals... Ach, oh. It's awesome. So, ich habe 5 Sterne gegeben. It's awesome. Und ja, da kann man auch einen Tipp geben. Also Trinkgeld kann man denen geben. Habe ich schon mal gemacht bei einer anderen. Und jetzt sieht man 2, 4, 5,5. Fehlen uns noch, also ein Level circa kann man pro Runde sagen. Wenn man natürlich hier die Foundry-Sache noch mitnimmt, hier 150% XP-Reward, ist natürlich auf jeden Fall das Level garantiert. Und ja, jetzt geht man dann hier zum Feuer, drückt F und ist wieder draußen. Das heißt, man kann das jetzt nochmal machen und nochmal machen und kann dadurch auch seine Dailies erfüllen, was einfach super ist. Und ja, ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das ziemlich gut. Ich finde es gut, dass es noch eine alternative Level-Methode gibt. Jetzt nicht nur so, hier Quests. PvP bringt auch sehr viel XP. Wenn man gewinnt, bringt das wirklich viel. Wenn man eine Stammgruppe hat, ist das natürlich eine geile Sache, weil man dann häufiger gewinnt. Und so kann man auch ganz gut leveln. Und also viele Methoden zum Leveln, viele effektive Methoden zum Leveln. Auch deutlich effektiver als das Questen. Aber Questen ist halt auch immer ein bisschen angenehmer als vielleicht so... weil die Belohnungen auch immer da sind. Zum Beispiel, wie der Robin jetzt gerade die Tasche holen will. Ich habe jetzt hier dann noch die Quest. Complete. Diamonds. Wow. Beste Sache. Foundry kann man direkt wieder annehmen, weil ich das gestern angenommen habe. PvP Domination auch annehmen. Wunderbar. Goodbye. Und ja. Das war's auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Fast Leveling in Neverwinter. Und wenn ihr noch eine andere Methode habt, eine andere Foundry Quest oder irgendwas anderes, könnt ihr das gerne hier drunter schreiben. Ich bin offen für alles, vielleicht stelle ich es in einem anderen Video vor. Wir sehen uns, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. Robin, Abschlussworte kommen, hau raus. Ja, haut rein, lasst knacken. Jawohl. Bis dann.